Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und wir schauen uns hier an den Unterschied zwischen antizipativen und den transitorischen Posten. Antizipative und transitorische Posten, und die unterscheiden sich durch die dahinterstehenden Grundprinzipien. Bei den Antizipativen bedeutet es Ertrag, Aufwand jetzt, Zahlung später. Und das macht man buchungstechnisch durch die Konten sonstige Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten. Also, Erfolgswirksamkeit jetzt, Zahlung später. Bei den antizipativen Posten ist es genau umgekehrt. Da ist die Zahlung jetzt und die Erfolgswirksamkeit, also Ertrag und Aufwand, später. Und die Posten, mit denen man das verbucht, lauten aktive Rechnungsabgrenzung und passive Rechnungsabgrenzung. Wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, hier habe ich eigene Videos für produziert mit kompletten Buchungssätzen, wie sowas gebucht wird. Ja, das war's schon wieder. Schauen Sie auch bitte unter spaßlerndenk-shop.de für meine Schnelllernprodukte und unter spaßlerndenk.de für meine Schnelllernseminare. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.